Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Unsere Anlage läuft hier. Wir haben zwar hier mal ab und zu, warte mal, da können wir gerade noch mal noch das Silberrohr reinhauen, aber wie ihr seht, es funktioniert. Da wurde gerade Eisen gebraten. Hier habe ich noch das Tinnohr drin. Außerdem habe ich hier noch ein bisschen das überschüssige Eisen sozusagen. Ja, die Anlage verstopft im Moment nicht, das heißt, es funktioniert alles so. Und wir werden uns darum kümmern, dass der Autosieve da hinten ein bisschen schneller arbeitet. Deshalb machen wir hier mal Fortune 3. Und dann wollen wir noch Efficiency. Dafür brauchen wir Redstone. Habe ich schon mal geguckt. Dafür brauchen wir 60 Redstone. Aber ich weiß nicht mehr, wie viel Level. 29. Um die hier noch zusammenkriegen. Ja. Kriegen wir hin. So, Efficiency 5, Fortune 3. Und jetzt kommt die große Frage. Wenn es klappt. 12 Level bloß. Das ist ja easy. Zack, 12 Level. Ha! Gibt's ja nicht. Gut. Dann können wir das eigentlich schon da reinlegen. Das sollte nur. Hier ist kein Itemfilter drin, gell? Das war nämlich das mit dem Itemfilter. Ich wusste, ich muss da irgendwo einen Itemfilter noch reinlegen. Und ich hatte auch irgendwas gesehen. Ah, das laggt immer noch so. Dass irgendwo ein Itemfilter weggegangen ist. Beziehungsweise, dass da ein Buch drin war. Ah, das müssen wir jetzt noch ändern. Zack. Fortune 3 Efficiency. Und jetzt passt mal auf. Schaut mal ab, wie der. Schaut mal, wie der abgeht. Schaut mal, wie der abgeht. Da kommt jetzt richtig Stuff raus und wahrscheinlich wird die Anlage gleich ein bisschen verstopfen, weil ich da unten eben noch anderes Zeug drin habe. Aber wenn die beiden fertig sind, ich mach mal hier auf, damit ich sehen kann, was die zwei arbeiten. Kupfer und Eisen ist viel drin. Ich mach das mal raus. Das werden wir jetzt einfach mal ein bisschen beobachten. Um zu sehen, was da passiert. Ich dachte, ich hätte noch ein anderes Ding. Auf jeden Fall, was auf jeden Fall passiert ist hier hinten, da geht es total ab. Bone Meal, Glowstone, Redstone. Da wird man einen Haufen von bekommen. Holz. Wir wollten uns Upgrades machen. MK braucht man dafür. Zäune und Holz. Zäune und Eisen. Zäune und Gold. Dann braucht man einen Haufen. Wir brauchen erstmal 2, 4, 6, 18 Stück brauchen wir von denen. Das wird ein bisschen schwierig. Zäune haben wir noch 2. Würdet ihr ein bisschen wachsen, bitte? Ich will nämlich heute nicht so lange machen. Ich will heute wirklich mal eine Short-Folge machen. Ja, weil ihr wisst, die Aufnahmezeit in letzter Zeit, meine Aufnahmen sind in der letzten Zeit ein bisschen ausgeartet.
was jetzt die Folgenlänge betrifft. Ich twerke hier mal ein bisschen. Hallo, würdet ihr mal wachsen, bitte? Ah, da. Ich nehme eben das Laub hier auch noch mit, weil wir immer noch einen Haufen Erde brauchen für hiervon. So, was wir kriegen können, nehmen wir mit. Mal schauen, wie es hier aussieht. Das ist ein Kupfer, das sind zwei über. Und der arbeitet jetzt halt das, was hier hinten ist, noch weg. Deshalb sind die hier ein bisschen lahm. So lang ist das gar nicht, da ist immer eins drin. Jetzt ist leer, da ist auch leer gerade. Also es passt von der Geschwindigkeit her passt. Ja. Ich habe errechnet, dass wir 18 Stück brauchen. Und dann noch ein Haufen Zäune. Zäune brauchen nämlich wirklich viel. Weil wir ja für die anderen Upgrades auch Zäune brauchen. Ja. So. Okay. Dann können wir die MK-Upgrades hier schon mal draufhauen. Jetzt dachte ich schon, ich hätte keine mehr. So, MK Structure Upgrade ist drin. Dann brauchen wir mal ein bisschen Eisen. Und zwar auch hier brauchen wir 18. Ja, es hängt gerade wirklich nur am Holz. Guck mal, der hier war gerade leer. Wirklich. Da bin ich wirklich happy, muss ich echt sagen. Der haut hier das Zeug durch, das gibt's gar nicht. Wir generieren zu wenig Energie. Das heißt, Solarzellen brauchen wir auch mal wieder. Aber das hat Zeit. Das hat Zeit. Wir machen jetzt erstmal Tag und dann sollte die Energie hier auch wieder nach oben gehen. Na, seht ihr? Zack, geht die Energie nach oben. Jetzt wäre eine Baumfarm nicht schlecht. Sonst müssen wir hier die ganze Zeit rumtwirken. Weil wir müssen auch White Upgrades machen. Wir müssen so viele Upgrades machen.
Das kostet alles einen Haufen Holz. So, dieses Upgrade hier gibt uns nämlich einen Slot, den ich mit dem hier benutzen muss, damit ich hier weitere Slots drauf kriege. Also das passt, das haut hin von der Energieeffizienz oder von der Effizienz. Vor allem jetzt. Jetzt kriege ich nämlich gerade weniger. Also der läuft gerade ein bisschen leer. Wir haben einfach kein Holz mehr. Wir könnten mal vorne noch ein bisschen Erde anbauen. Dann können wir mehr Bäume stellen. Aber so viel Erde haben wir da auch nicht. Ein bisschen was. So, da oben ziehen wir noch eine Decke ein. Und dann die Vorsorgungsschacht noch von unten. So, ich pflanze jetzt einfach mal, habe jetzt einfach mal ein paar Bäumchen angepflanzt. Ah, ja. Also, was mich wirklich freut, ist, dass es generell funktioniert. Hier staut sich nichts. Hier werden wir mal gucken. Haben wir noch ein paar Diamanten? Ja. Aber kein Holz. Das ist ärgerlich. Das hängt nur am Holz. Eisenschere, Inver Axt, Goldrad, Plastik. Das wollte ich gucken, ob wir dieses Plastik auch aus Moment, diese Rubber, weil manchmal geht es auch, dass man Slime Ball, nee. Also müssen wir mal kurz hinter, da müssten nämlich Rubber Saplings sein. Dachte ich. Hallo? Keine Rubber Saplings? Wo habe ich denn die versteckt? Müssen sie eigentlich hier sein?
Rubber Sapling. Gut. Also hier können wir eigentlich wieder zubauen. Ja, können wir zubauen. Für den Moment. Später machen wir nochmal auf, um die hier auch abzugraden. Das läuft da unten. Ohne dass wir uns Sorgen machen müssen. Oh, das freut mich, dass es endlich soweit ist, dass wir hier automatisch Ingots bekommen. Habe ich ja mal ausgemacht. Ja, habe ich. Und dass wir das Upgrade haben, wo der alles raushaut einfach. Da müssen wir dann nur irgendwann mal noch ein Upgrade machen. Oder noch eine andere Produktionsstraße, damit wir hier auch Lapis und so Zeug kriegen. Das wird dann ähnlich aufgebaut wie da drüben. Oder eigentlich sogar gleich. Und wenn ich mir das so überlege, bietet sich eigentlich diese Seite an, weil die ist genauso lang. Ja. Können wir einfach dann da drüben hinbauen. Oder das ist eigentlich besser, weil wir bauen es an die Seite und connecten die Fässer hier. Aber ich gerade überlegen muss. Wir haben Lapis. Dann gibt es Lapis, Emerald, Kohle und Diamanten. Das sind vier weitere Items, die wir hier eigentlich gerade gar nicht mehr unterbringen können. Müssen wir vielleicht noch eins nach oben gehen. Oder die Diamanten, Emerald kommt auf die Seite. Das müssen wir uns dann überlegen. Für den Moment sieht es auf jeden Fall gut aus. So. Und das soll es auch dann schon von der heutigen Folge Minecraft Sky Factory gewesen sein. Ich nehme mal an, na, es wird bis zum nächsten Mal nichts überlaufen, weil wir hier noch zwei Überlauffässer haben. Und bis zum nächsten Mal sind die Bäume auch, oh, der Rubber Sapling ist schon gewachsen, sind die Bäume gewachsen und wir haben genug Upgrades. Oder können uns genug Upgrades machen, dass wir die Fässer schützen können. Da haben wir mal ein bisschen größeren Baum, da kommt da wenigstens Holz bei raus. Eigentlich, dass da noch irgendwann Holz ist, aber wohl doch nicht. Nee. So, jetzt wo es zum Ende der Folge geht, da sprießen die Bäume. Würde die Folge wissen, dass ich aufhören werde. So. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo oder ein Like oder was auch immer ihr wollt. Ich freue mich über alles. Das ist wirklich, wenn man noch so klein ist, ganz realistisch. Nochmal hier gerade. Achtung, passt auf, wie viel Zäune ich hier jetzt produziere. 2 Stacks. Bam. Aber die sind gleich wieder weg.
Da freut man sich wirklich über jede Rückmeldung. Auch vor allem in den letzten Tagen. Kam da ein bisschen mehr. Das liegt vielleicht auch an der Weihnachtszeit. Dass da so viel Rückmeldung kam. Auf jeden Fall freut es mich. Die Structure 3 Upgrades können wir auch noch reinhauen. Dann habe ich jetzt 17. Ah ne, 16, 17, 15. Ja. Ah, geht natürlich ein Haufen Rohstoffe drauf, das ist ja logisch. 1, 2. Aber dafür haben unsere Fässer hier dann genügend Slots frei. Ich weiß gar nicht, was das nächste MK-Upgrade ist. MK. Diamant. Hoho. Ne, das lassen wir jetzt mal. Aber wir brauchen zum Beispiel Void. Das hier brauchen wir. Obsidian. Obsidian und Pistons. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache die Upgrades fertig. Haut rein. Ciao.